Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, hier steht der Endboss des Dungeons, den wir letzte Folge abgeschlossen haben. Und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht, ob wir die Prüfung bestanden haben oder ob noch was anderes kommt. Erlaubt mir, mich noch einmal vorzustellen. Ich bin Gorforlor, Hohepriester der Yogg-Foy und einer der sieben Thronrichter. Du bist viel größer als die Yogg-Huy im Dorf. Man sagt sich, dass alle Yogg-Huy früher so groß waren. Aber nachdem unser Volk von der Seuche ergriffen wurde, gibt es nur noch wenige, die an meine Statur heranreichen. Vor 1000 Jahren sollen die Yogg-Huy während ihres Vormarsches nach Jacques-Toural einer schrecklich ansteckenden Seuche anheimgefallen sein. Die Wandbilder zeugten auch davon. Und diese Seuche ist auch mit der Legende um die Stadt aus Gold verwoben. Das Gerücht um die Stadt aus Gold, das durch ganz Tural geht, soll hier bei den Yogg-Huy begonnen haben. Ist das wahr? Nun, es begann mit den Visionen unserer Vorfahren. Kurz vor dem Aufbruch nach Jacques-Toural soll ihnen ein güldenes Paradies in ihren Träumen erschienen sein. Ein wahrhaftiges Wunderland, in dem man weder den Tod noch Armut oder Krieg kennt. Wäre dies der Traum eines Einzelnen gewesen, hätte man es als Fantasterei abgetan. Aber nein, Dutzende, Hunderte unserer Vorfahren teilten diesen einen Traum zur exakt gleichen Zeit. So mussten die Priester von damals davon ausgehen, dass es ein göttliches Zeichen war. Wie eigenartig. Die Expedition nach Jacques-Toural war also auch eine Suche nach der Stadt aus Gold. Man rief viele der Vasallenvölker dazu, um das Gebiet großflächig erkunden zu können. Und so trug die ganze Expedition, ob Yogg-Huy oder nicht, die Legende der Stadt aus Gold weiter. So, dass sie sich jetzt in den Geschichten so gut wie jedes Volkes wiederfindet. Steht nun also der nächste Anwärter vor mir? Dann will ich auch eure Stärke prüfen. Na, zumindest einer ist bereit. Wunderbar. Eine prächtige Demonstration deiner Stärke. Prinz Kona und Prinzessin Vuklamat, erlaubt mir, euch hiermit je einen Beweis zu überreichen, dass ihr die Prüfung des Grabes bestanden habt. Thank you.
Jetzt fehlen nur noch drei. Ich hatte gehofft, dass wir uns auf dem Schauplatz dieser prächtigen Szenerie miteinander messen können. Solange wir aber um Bakul Jajas unlautere Methoden herummanövrieren, werden mir solche Wünsche wohl verwehrt bleiben. Hat er es wirklich schon wieder gewagt? Allerdings hat er sich auch sofort zurückgezogen, als wir uns zur Wehr gesetzt haben. Ich frage mich, was hinter dem Ganzen steckt. Und wo wir schon bei Absichten sind, ich bin neugierig, weshalb gerade der Gipfel des Walkor Zormo als Ort für diese Prüfung auserwählt wurde. Die ganze Prüfung war so aufgebaut, dass wir in unserer Suche nach dir mehr über die Geschichte der Yokui gelernt haben. Dieser Gipfel muss historisch gesehen also auch von Bedeutung sein. Du hast einen scharfen Verstand. Ja, es ist ein ganz besonderer Ort für uns. Um uns herum stehen Gräber, oder? Richtig. Auf diesem Gipfel ruhen die Hohepriester der Yokhui. Aber nicht nur sie. Auch die tapferen Krieger, die im Kampf gegen Maligarmanda gefallen sind. Das Unheil, das vor 80 Jahren über Urkopacha hereinbrach. Daher auch die Vielzahl an Gräbern. Soralja! Natürlich warst du wieder der Erste. Oh, Prinzessin Vuklamat. Wie schön zu sehen, dass ihr wohlauf seid. Du kleiner Kriecher! Was glaubt ihr, wo ihr euch befindet? Wenn ihr diese Stätte durch Zwist und Zank entweiht, werde ich euch hier nicht dulden. Ja, natürlich. Entschuldigung. Auf andere Anwärter muss nicht weiter gewartet werden. Führe uns zum Grab meines Vaters. Zum Grab. Was? Dies ist das Grab derer, die Valigarmanda versiegelten. Es trägt auch Gulo Jajas Namen. Gulul Jaja, der Frieden aus Mut und Weisheit schmiedet. Da sind noch weitere Namen. Ketenram, dem die Weiten der Welt zu eigen sind. Der Ketenram? Der Abenteurer aus Limsa Lominsa? Ist er also auch Teil von Gulul Jajas Gruppe gewesen? Kaf Kiva. Die Licht in alles Unbekannte trägt. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr Name hier steht. Eigentlich sind die lebenden Gräber ausschließlich den Yokhui vorbehalten. Diese Namen allerdings haben Außergewöhnliches vollbracht und verdienen diese Form der Anerkennung. Der Frieden aus Mut und Weisheit schmiedet. Unser Alterchen ist schon was Besonderes. Dessen Stärke den Weg in die Zukunft schlägt. Allerdings konnten sie Valigarmanda nur versiegeln, weil sie seiner Magie freien Lauf ließen und er sich damit letztlich selbst in Eis einschloss. Mut und Weisheit. Wenn es um Mut und dergleichen geht, kann ich mit Soralja nicht mithalten. In seinen Adern fließt eben die Stärke unseres Alterchens. Und wenn es um Weisheit geht, ist Kona der wahre Kronerbe. Also, was bitte habe ich von ihm? Hm.
Sein Streben nach Frieden, denke ich. Oder Gudol Chasha hat doch sicher mehr zu geben als nur Mut und Weisheit. Ich denke, sein Streben nach Frieden. Du hast recht. Sein Herz, das sich nach Frieden sehnt. Das hat er mir mitgegeben. Jedes einzelne Leben auf Toral ist mir wichtig. Keines davon würde ich missen wollen. Ich will seinen Frieden bewahren. Auf meine ganz eigene Art und Weise. Was war das? Kommt sofort zurück nach Vorlas Echo. Walliger Mann, das Siegel wurde gebrochen. Lass mich raten, es ging um das Brüllen. Walliger Mann, das Siegel? Beeilen wir uns! Welch glücklicher Umstand. Damit sollte es ein leichtes sein, uns einen Vorsprung zu erarbeiten. Na super, das Siegel ist gebrochen. Genau zur richtigen Zeit. Dann mal schnell zurück. Ah, Moment, wir haben ja noch Ausrüstung bekommen. Genau, einmal das hier. Ja, können wir gebrauchen. Das können wir auch gebrauchen und mehr haben wir nicht bekommen. So. Ah, da bist du wieder. Ich will dich nicht mit langatmigen Erklärungen aufhalten, deswegen fasse ich mich kurz. Ich spüre einen plötzlichen Anstieg im Umgebungsäther und machte mich sofort auf den Weg zurück ins Dorf. Da waren schon so viele der Yokui verletzt. Gerade haben wir uns aufgeteilt, um zu helfen, wo wir können. Dein zusätzliches paar fähige Hände können wir auch ausgezeichnet gebrauchen. Okay, wir nehmen natürlich das Gold. Du kannst den Walker-Sommer nun auch mit befreundeten NPCs betreten. Wundervoll. So, Echo des Schreckens. Bestimmt bist du furchtbar müde. Immerhin hast du den ganzen Abstieg vom Walker-Sommer hinter dir. Aber wir müssen uns dringend um den verletzten Yokui kümmern und benötigen deine Hilfe. Falls du jemanden findest, der gar nicht mehr bei Bewusstsein ist, ruf mich bitte sofort. Gut, beeilen wir uns. Wenn wir das Dorf einmal durchkämmt haben, treffen wir uns wieder hier. Gut, dann helfen wir denen mal schnell. So. Du bist der Abenteurer von jenseits der See. Binnen eines Wimpernschlags wurde alles gleißend rot und dann fühlte es sich an, als stünde mein ganzer Körper in Flammen. Ich konnte mich auch nicht mehr bewegen. Was ist nur passiert? Anscheinend das Siegel gebrochen. Sollten wir vielleicht nicht irgendwie gucken, dieses Ding nicht direkt ausbrechen zu lassen? Oder ist es schon weg? Ich habe keine Ahnung. Er schien als schmelzen mir die Haut von den Knochen. Jetzt brennt jede Berührung wie flüssiges Feuer. Aber noch steckt genug Kraft in diesem Körper. Also kümmere dich bitte erst um jene, die dringende Hilfe brauchen. Ich habe keine schlimme Verletzungen, aber dieser Durst, meine Kehle ist staubtrocken, als wäre jeder Tropfen Wasser in mir verdunstet. Okay. Gut, anscheinend gibt es niemanden, der wirklich bewusstlos ist.
Scheint, als wären für den Moment alle versorgt. Ich hoffe, bei dir war auch niemand schwer verletzt oder bewusstlos. Alles gut. Ah, das ist beruhigend zu hören. Wir haben alle Verwundeten, die auch cool versorgt, die wir gefunden haben. Die meisten von ihnen trugen schwere Verbrennungen davon. Wie konnte das nur passieren? Das kann ich mir auch nicht recht erklären. Ich war noch am Fuße des Vorkrosoma, um mich um den Yokui zu kümmern, der von diesem geflügelten Bestie angegriffen wurde. Da spürte ich plötzlich eine massive Ätherwelle aus Vorlands Echo. Doch als ich zum Dorf zurückkam, war das Unglück bereits geschehen. Ich fing sofort an zu helfen und da erzählt mir die Verletzten, dass Walliger Mann das Siegel gebrochen worden sei. Daraufhin habe ich euch natürlich sofort kontaktiert. Verstehe. Da sollten wir zusehen, dass wir uns ein klareres Bild der Lage verschaffen. Gehen wir zur Kariosar, dem Huldvollen. Dort erfahren wir hoffentlich mehr. Der Wächter lässt uns sicherlich rein. Hohepriester Gurfulur erwartet euch bereits. Tretet ein. Das kann doch nicht sein! Das Siegel ist wahrhaftig gebrochen. Suamorvor. Berichte, was geschehen ist. Vor einer Weile suchte uns einer der Thronanwärter auf. Mit wem habe ich die Ehre? Oh, ein Anwärter auf den Dämmerthron. Oho, das ist also Walliger Manda. Ganz recht. In unserer Geschichte geschah es immer wieder, dass der Tural Vidral erweckt und als geflügelte Geißel gefürchtet wurde. Niedlich, das Tierchen. Und es hat brav geschlafen, bis es uns hier und heute nützlich sein kann. Was soll das bedeuten? So ist das also. Man ließ seine Eismagie freien Lauf, damit er sich selbst einfriert. Gulul Jaja ist wirklich klug. Dieses Siegel zu brechen wird nicht einfach. Es braucht zwei Zauberwirker, die gleichzeitig Feuermagie kanalisieren, damit einerseits das Eis schmilzt und andererseits die Seele des schlafenden Walliger Manda neu entzündet wird. Dazu muss man miteinander in perfekter Harmonie sein. Ein Meisterstück, das wohl nur die Krone des Mutes und die Krone der Weisheit zustande bringen können. Und natürlich wir beide. Nein, halt! Das ist schon passiert. Aufgewacht! Dein Nickerchen ist nun vorbei!
war zu viel des Guten. Warum hast du das getan? Weil wir der König von Tuliolal werden. Und deswegen entfesselst du eine Katastrophe? Ist dir bewusst, wie viele Leute ihr Leben lassen werden? Und jetzt tobe und wüte, kleiner Tural Vidral! Ich habe bereits einen Boten nach Tuliolal entsandt. Sie werden uns ganz bestimmt eine Einheit der Landsgarde schicken, auch wenn ich nicht sagen kann, wann diese hier eintreffen wird. Dieser verdammte Bakul Jaja. Damit ist er endgültig zu weit gegangen. Und was jetzt? Wenn wir nichts tun, wird Valigamanda wieder unzählige Leben fordern, wie damals schon. Was für eine Königin wäre ich, wenn ich ihn gewähren ließe? Wie sollte ich Fontaine und allen anderen, die so fest an mich glauben, je wieder in die Augen blicken können? Nein, ich werde Valigamanda aufhalten. Aber wir sehen uns einem Feind gegenüber, den selbst mein Vater nicht besiegen konnte. Also werde ich es alleine kaum schaffen. Ihr habt mir versprochen, mich bei dem Ritus zu unterstützen. Und das hier ist definitiv nicht Teil einer Prüfung. Und trotz allem will ich euch innig um Hilfe bitten. Stellen wir uns Valigamanda. Gemeinsam. Der Frieden in Okupacha darf nicht zerbrechen. Das verschiebt sich ja von selbst, oder? Endlich ein ordentlicher Kampf, oder ich... Es wird uns kaum etwas anderes übrig bleiben. Ich würde mal sagen, endlich ein ordentlicher Kampf. Dass du selbst jetzt noch so optimistisch bleiben kannst. Aber gut, ich habe dir ja ein Abenteuer versprochen. Und es gibt kaum einen sagenhafteren Widersacher als die legendäre geflügelte Geißel. Die lebende Katastrophe. Richtig. Eine Freundin in Not lässt man doch nicht im Stich. Eine Freundin? Jetzt komme ich mir albern vor. Ich hätte gleich wissen müssen, dass ihr mir den Rücken stärkt. Allein zu wissen, dass ihr mir zur Seite steht, gibt mir schon Kraft. Und wie sieht es mit uns aus? Sofern wir vorhaben, uns auf den Ritus zu konzentrieren, sollten wir wohl weiterziehen. Wenn wir uns Valigamanda stellen wollen, müssen wir ihn zuallererst einmal finden. Und niemandem vertraue ich in dieser Hinsicht mehr als meinem Busenfreund, dem guten Ehrenwill. Warnen wir schnellstens die Pelopello. Möglicherweise müssen wir alle aus Urkopacha fliehen.
Erevil, du hast doch sicher eine Idee, wie man Valigamanda aufspüren kann. Die zuverlässigste Methode wäre es, Leute nach Sichtungen zu befragen und diese dann mit der Topographie und anderen einzigartigen Merkmalen des Landes abzugleichen. Aber das ist eine recht langwierige Angelegenheit. Mir fällt auch eine wesentlich schnellere Alternative ein, aber ich weiß nicht, wie gut sie funktionieren wird. Valigamanda ist als Tural Vidral ein außergewöhnliches Wesen, das mit uns kaum vergleichbar ist, aber eben nur kaum. Er ist trotz allem noch ein Lebewesen wie wir alle. Damit würde ich sagen, dass auch sein Körper Äther innewohnt und damit eine ganz bestimmte Balance vorherrschen muss. Und mit der könnte uns dieser kleine Freund hier helfen. Ein Zeigehändchen? Was ist das denn für ein Ding? Ehrenwild, steck das Spielzeug wieder weg und mach ernst. Das ist kein Spielzeug, Wuglamat, sondern eine magische Marionette, die Ätherspuren detektiert. Sie gehört zur Ausrüstung eines jeden Glaubers, der sich auf lebende Kreaturen spezialisierte. Oho, so. Das klingt dann ja nützlich. Er hier kann Lebewesen mit spezifischen Aspekten ausfindig machen und in Valigamandas Fall wäre das gleich 3. Feuer, Eis und Blitz. Nun stellt sich die Frage, auf welchen Aspekt wir ihn ansetzen sollen. Oder auch nicht. In Vorlas Echo trugen alle Yokui Verbrennungen davon. Wir können uns nahezu sicher sein, dass seine Ätherbalance im Moment stark gen Feuer neigt. Um den in Eis eingeschlossenen Valigamanda zu wecken, hat Bakul Chacha also vermutlich einfach seinen Feueraspekt angeregt. Gut, dann lassen wir unsere Marionette nach Feueräther suchen. Allerdings ist auch mein kleiner Freund keine Wunderlösung. Er wird auf jedes Lebewesen reagieren, das dementsprechend aspektiert ist. Also haben wir eine genaue Methode, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird, und eine unpräzise Methode, die uns mit etwas Glück weiter schneller zum Ziel führen wird. Am effektivsten wäre es, uns beiden zu Nutzen zu machen. Stimmt, solange dann eine funktioniert, kommen wir ans Ziel. Dann würde ich dich bitten, mich zu begleiten. Die Marionette wird auf jedes Wesen mit feueraspektierten Äther anschlagen. Da hätte ich gerne eine schlagkräftige Begleitung bei mir. Du musst echt mal lernen, mit Waffen umzugehen. Dann bleiben wir hier und befragen die Yokui, was sie von Valigamanda gesehen haben. Je mehr Augenzeugen wir finden, desto genauer wissen wir, wohin er geflogen sein könnte. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich hier im Dorf bleiben und mich weiterhin um die Verletzten kümmern. Es schwebt zwar niemand in konkreter Lebensgefahr, aber die Wunden stammen dennoch von Valigamanda. Da möchte ich mindestens im Auge behalten, damit wir nicht von noch mehr bösen Überraschungen überrumpelt werden. Gut, so machen wir es. Dann sollten wir uns beide schleunigst los. So, und Valigamanda werden wir dann erst in der nächsten Folge versuchen aufzuspüren mit diesem Äthersucher-Finger hier. Dann, ja, war es für diese Folge erstmal. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.